Ja, Lieblingstier. Also meine Eltern haben jetzt ihren dritten Hund, wenn dann überhaupt Hund. Ich selber habe jetzt so kein Haustier, aber ich finde schon Hunde finde ich schon was Schönes. Also ist eine Verpflichtung und wenn du halt wenig Zeit hast, dann ist halt schwer. Dann solltest du vielleicht besser nicht machen, weil du dem Tier nicht gerecht wirst. Aber sonst so mit dem Hund und dann ab und zu mal rausgehen mit dem Hund und also klar, wenn du einen Hund hast, muss regelmäßig gehen, aber das ist schon schön. Das genieße ich dann auch, wenn ich mit meinem Vater mal zusammen aufs Feld gehe und habe den Hund dabei. Das ist schon schön zum Abschalten. Zielsetzung, das ist halt immer dasselbe Thema. Jeder spricht immer von Zielen, großen Zielen. Und für uns ist eigentlich das Ziel, das nächste Spiel gut zu gestalten. Weil das ist auch das, was wir beeinflussen können. Das nächste, was kommt. Und deswegen ist das für uns das Ziel. Was können wir als nächstes beeinflussen? Das nächste Spiel können wir beeinflussen. Jetzt wird es halt das Ziel sein, Sandhausen zu bespielen. Und danach wird es halt das Ziel sein, sich gut vorzubereiten, dass wir alle Themen nochmal aufarbeiten im Trainingslager, um die Jungs darauf vorzubereiten, was in der Rückrunde auf sie zukommt. Und dann zählt es auch wieder, Spiel für Spiel. Also jetzt zu denken, am Ende muss dann das dabei rauskommen, das machen wir nicht. Das macht auch keinen Sinn. Also ich glaube, dass so Etappenziele wesentlich besser sind als große Ziele, weil die könntest du irgendwann mal im Laufe der Rückrunde, könntest du die verfehlt haben und dann fängst du auf einmal an mit neuen Zielen. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen kleinere Ziele und von Woche zu Woche. Auch das ist wieder so ein Thema, Herbstmeisterschaft. Das ist halt genau über kleinere Ziele gekommen, dass du dir immer wieder Woche für Woche Zielsetzungen gegeben hast. Wie kannst du die Spiele bespielen? Und ja, Herbstmeistertitel als solches ist auch eine Anerkennung der Leistung, die du erbracht hast. Ja, das ist schön, das ist eine tolle Momentaufnahme, aber das verändert jetzt den Druck auf die Jungs nicht, weil wir machen uns selber den Druck, Woche für Woche uns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und das überprüfen wir halt Woche für Woche. Deswegen den eigenen Druck, den wir uns machen, der ist schon eigentlich recht hoch, positiv hoch. Und jeglicher andere Druck, der verändert bei uns eigentlich wenig. Das ist eine Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist. Ist egal, mit wem man redet in der Liga. Jeder sagt, dass Sandhausen wahnsinnig schwer zu bespielen ist. Sehr aggressive Mannschaft, zweikampfstarke Mannschaft. Haben wir auch gesehen im ersten Spiel. Ich glaube, das war auch sehr beeindruckend, die ersten 20 Minuten, wie schwer wir uns getan haben, gerade in den Zweikämpfen. Aber dann, glaube ich, wurde es nach und nach besser. Und ich hoffe, dass wir viel gelernt haben, dass wir viel umsetzen können. Und wir müssen natürlich dagegen halten. Ich weiß nicht, wie der Platz ist, Witterungsverhältnisse. Es kann sein, dass es schneit. Es kann sein, dass Fußballspielen selber nicht wirklich möglich ist, dass du dann auch ein bisschen anders agieren musst. Wir haben uns auch darauf ein bisschen vorbereitet und werden halt dann sehen, wie so ein Spiel läuft. Motivierend für das letzte Spiel. Aber ich glaube, wer gerne Fußball spielt, der braucht jetzt nicht eine Motivation fürs letzte Spiel, sondern eigentlich immer nur fürs nächste Spiel. Und ob es dann danach irgendwann ein bisschen später weitergeht oder ob es direkt weitergeht, das hat für dieses Spiel eigentlich gar keine Aussagekraft. Ja. Bist du Tiroler, bist du Mensch. So war es früher. Das war schön, war eine tolle Zeit für mich. Und ja, ich denke da unheimlich gerne dran und ja, fahr auch häufiger nach Innsbruck und treffe mich mit den Leuten. Ich hoffe, dass jetzt auch wieder ein Treffen ist mit den ehemaligen von damals. Und ja, wäre schön, irgendwann mal vielleicht nochmal in Tirol arbeiten zu dürfen oder generell einfach mal leben zu dürfen da, weil es einfach toll da ist und die Leute und Umgebung und verbindet mich mit wahnsinnig viel Erfolg und auch schönen Momenten. Meine große Tochter ist da geboren und ja, war eine tolle Zeit. Vielleicht kommt es nochmal zurück, vielleicht kann man das nochmal wiederholen.